Hallo Freunde, heute gehen wir zusammen auf die Jagd und ich möchte ein paar Tipps geben für Jungjäger, wenn ihr eure ersten Jagdeinladungen bekommt, nachdem ihr erfolgreich eure Jägerprüfung hinter euch habt, was ihr da so beachten solltet. Und natürlich gebe ich auch Tipps hier, was so in meinem Jagdrucksack alles drin ist, wenn ich auf die Pirsch oder auf den Ansitz gehe. Ja, eure erste Jagdeinladung, ja, die bekommt ihr sicher irgendwann, wenn ihr euch im Jägerumfeld engagiert. Und das Wichtigste geht natürlich zu Hause schon los, ja, beim Transport und Führen der Waffe. Und da ist es so, ich bin 10 Jahre Vorsitzender der Jägerprüfungskommission gewesen und seit 10 Jahren auch Kreisjägermeister, und da bekommt man natürlich viele Fälle mit, wo es Probleme gibt, Probleme, die man vermeiden kann. Vieles liegt eben im Ermessen vom Polizeibeamten, der euch kontrolliert, ja, wenn ihr in einer Kontrolle fahrt, und auch im Ermessen von den Sachbearbeitern. Deshalb gehe ich hier auch gar kein Risiko mehr ein. Für mich ist es egal, ob ich letzten Endes auf den Schießstand fahre, zum Büchsenmacher oder hier ins Revier. Meine Waffe wird immer ungeladen, verschlossen, transportiert und die Munition genauso. Und damit habe ich nie Diskussionen. Was ihr als Jungjäger mit einer Jagdeinladung beachten müsst, ist, ihr müsst eventuell bei ihrer Kontrolle nachweisen können, dass ihr tatsächlich auf dem Weg zum Revier sind und nicht eure Waffen hier irgendwo dabei habt, nur so zum Spaß. Deshalb ist es sehr gut, wenn ihr die Jagdeinladung eine schriftliche mit euch führt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Beim Jagdpächter ist es so, da ist seine Jagd im Jagdschein eingetragen. Da sieht es der in der Kontrolle sowieso, wo der tatsächlich jagt. Ja. Genauso ist es beim Begehungsscheininhaber, da ist das Revier drin. Oder auch beim Jagdaufseher oder wie hier in Baden-Württemberg, der Jagdaufseher beim Wildtierschützer. Dann seid ihr hier auf der sicheren Seite. Und das andere habt ihr in der Jägerprüfung gelernt. Wichtig ist auch, alle Dokumente dabei zu haben. Also das fängt an mit einem ganz normalen Personalausweis. Dann natürlich euer gültiger Jagdschein. Ja, die Waffenbesitzkarte, wo die Waffe oder die Waffen eingetragen sind, die ihr mit euch führt. Und dann, wie gesagt, zur Sicherheit noch die Jagdeinladung. Dann seid ihr hier allen Kontrollen gefeit und könnt, ohne euch Sorgen zu machen, hier auf die Jagd fahren. Hier ist auch ein Wechsel von Wildschweinen. Hier könnt ihr schön die Abdrücke sehen von dem Wildschwein. Hier die zwei Hufe und hier die Afterklauen, die es da eingedrückt hat in Schnee. So sieht es aus. Und auch von der Größe kann man etwas Gewicht ableiten. Also das dürfte so ein Überläufer gewesen sein, so ein Wildschwein im zweiten Lebensjahr. Und Wildschweine, die liegen im Winter gern in den Südhängen. Die lieben die Wärme, und wenn die Sonne rauskommt, ja, dann liegen die da in dem Südhang oft drin. Da glasen wir jetzt mal mit dem Fernglas die Gegend ab. Ja, und bevor wir jetzt einen Blick in den Jagdrucksack werfen, natürlich das Wichtigste, wenn ihr eine Jagdeinladung bekommt, ja, ihr müsst wissen,
was erlegen dürft, das heißt auf was gejagt wird. Dementsprechend müsst ihr auch eure Waffe und das Kaliber auswählen, da gibt es ja gesetzliche Vorschriften. Also deshalb ist es wichtig, ja, wenn man eingeladen ist, auch zu fragen, okay, welches Wild darf bejagt werden. Zu dem Rucksack hier, das ist ein alter Schweizer Armee-Rucksack, den habe ich mal bei eBay gekauft, und zwar aus einem Grund, der ist Baujahr 1958 und das ist auch genau mein Geburtsjahr und das ist so ein bisschen ein Retro-Splin. Der ist aber auch natürlich sehr gut, ja, alles noch feinstes Sattelleder, ja, und der hat, jetzt ist er ja auch schon 60 Jahre alt, ja, und der hat nicht eine Macke, das Material, noch kein Loch, nichts. Also damals wurde noch Vollqualität produziert. Ja, das erste ist dann hier eine Tasche, in der die Munition verstaut ist, ein Bergegurt, ein Ersatzmesser und alles, was man zum Aufbrechen von Wild braucht. Habe auch noch Markierungsband dabei, falls man Anschuss für Nachsuchenführer markieren muss. Das ist alles hier mit drin. Und der Vorteil, da bewahre ich auch die Munition auf dem Transport auf. Und das kann man hier eben hier ein kleines Vorhängeschloss hinmachen. Das genügt den Sicherheitsvorschriften. Und dann ist man hier auch, was den Munitionstransport angeht, ja, auf der sicheren Seite und ist keinen Diskussionen ausgesetzt. Dann auf der Jagd besonders wichtig, aber vor allem auf Drückjagden. Ja. Wenn was passiert, oder auch hier, wir sind ja im Forst, wenn man mit der Motorsäge arbeitet, ein gut sortiertes Erste-Hilfe-Set und hier im Bereich von Kettensägen arbeiten, aber auch von Schussverletzungen, da gibt es diese Israelis, nennt es sich. Ja, das sind spezielle Druckverbände, die die Armee auch im Auslandseinsatz in den Gefechten mit am Mann hat. Damit lässt sich eben ein großer und sehr gut wirkender Druckverband anlegen bei stark blutenden Wunden. Also sowas kann nicht schaden, wenn man das auch an Bord hat. Und hier sind auch eine Menge an Sachen drin, ja, von der einfachen Mullbinde bis hin zum Bundeswehr-Notschlafsack. Der ist im Prinzip wie eine Rettungsdecke, aber viel wärmer und viel dicker und eben in Sackform. Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, hier, ich breche mir jetzt hier einen Fuß und liege hier im Schnee bei Minusgraden rum, dann nützt mir die Rettungsdecke da wenig. Ja, Handy ist wichtig, wenn man den Empfang hat, und so eine Rettungsdecke, die kann lebensrettend sein. Wenn euch der Inhalt genau interessiert, das wird jetzt zu lange dauern, dann schreibt mir, dann zeige ich euch mal, was da drin ist in einem extra Video. Dann ist dabei für die Optik zu reinigen so ein Mikrofasertuch. Für meine Hunde, Schweißarbeit, Pferdenarbeit habe ich immer hier noch so einen Behälter, wo ich dann Wildschweiß, Wildblut abfülle und damit kann ich dann später mal Fährten legen und den Hund trainieren. Dann habe ich noch dabei so einen Schal, den man auch als Mütze verwenden kann, auch als Backup, wenn es mal richtig frisch wird. Eine Sturmhaube ist noch dabei. Da sind natürlich auch viele Sachen drin. Ich jage ja auch in den Alpen, ja, und da kann es richtig ungemütlich werden und nichts ist schlimmer als frieren oder dann womöglich eine angefrorene Nase oder Ohren zu haben, und so Erfrierungen, die gehen oft nicht mehr weg. Das ist nicht so gut. Dann ist noch mit an Bord hier so ein Poncho-Liner. Das ist eine synthetische Decke aus Armeebeständen. Die ist eben super warm und federleicht und lässt sich auch gigantisch komprimieren. Ja, also zur Not können wir mit dem Ding auch irgendwo, wenn man sich noch mit Reisig unterfüttert und zudeckt, mit dem Ding sogar übernachten. Dann sind natürlich dabei die Jagdpapiere und das Jagdtagebuch, wasserdicht verpackt. Und sollte es zur Nachsuche kommen oder für Drückjagden, ist eben noch wichtig, gerade bei ihrer Nachsuche, dass man gut erkennbar ist. Deshalb habe ich hier noch eine
Überjacke, ja, die ich dann anziehen kann und ein entsprechendes Käppi, und dann bin ich hier im Gelände gut sichtbar, wenn ich mich da bewege, ja, und könnte es zur Not auch hier jetzt verwenden, um ein gut sichtbares Signal zu geben, wenn Hilfe benötigt wird. Und zu guter Letzt, falls man sich doch mal irgendwas die Füße so unterkühlt hat oder die Hände, dass es schwierig wird, die wieder aufzuwärmen, so als Backup noch so Heatpacks, ja, die hat man auch schon manchmal gebraucht. Das war's, was so mit an Bord ist. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Jetzt muss ich zum leisen Teil übergehen. Das geht jetzt nochmal auf die Pirsch. Und dann, wie gesagt, da unten noch im Tal auf den Ansitz. Und ich hoffe, dass noch was vorbeikommt. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Hans. Ciao.